Hier im BMW-Museum in München kann der Besucher ab 10. Oktober 2018 eine ganz besondere Sonderausstellung sehen. Es sind die ersten 4 und die aktuellsten 3 BMW Art Cars. BMW Art Cars, das ist eine ganz besondere Erfindung, die gibt es auch nur bei BMW. Sie ersetzt eine normale Kunstsammlung. Es sind an die 19 Fahrzeuge, die von unterschiedlichen Künstlern bemalt worden sind. Die Sonderausstellung 7 BMW Art Cars wird bis Ende Februar 2019 hier zu sehen sein. Es ist eine ganz besondere Sonderausstellung, die länger läuft als normal. Es ist ein ganz besonderes Thema. Sie ist zugänglich für all unsere Besucher im Rahmen der Dauerausstellung. 4 verschiedene kleine Bereiche, die ganz besonders auf diese rollenden Kunstwerke eingehen. Was der Besucher hier im BMW-Museum sehen wird, ist eine Einführung. Was sind eigentlich BMW Art Cars, weil sie wirklich auf der Welt einmalig sind? Wie hat das alles angefangen? Wir sollten nicht vergessen, dass das alles einem Zufall geschuldet war und am Anfang überhaupt nicht die Idee einer Sammlung stand. Mittlerweile ist es für meine Begriffe die teuerste Kunstsammlung im Automobilbereich überhaupt weltweit. Und was der Besucher sich hier anschauen kann, ist der Einstieg. Wo kommen die Art Cars her? Sie sind nicht erfunden worden in einem Atelier oder in einer Kunstmesse, wie man annehmen sollte, sondern auf der Rennstrecke. Viele von diesen BMW Art Cars touren durch die ganze Welt, sind unsere besten Botschafter. Aber eines von diesen ist immer bei uns im BMW-Museum zu sehen. Wir sind die Heimat der Art Cars. Die BMW Art Cars, das ist ein wichtiger Bestandteil unseres gesamten Kulturengagements. Wir sprechen damit nicht nur die autobegeisterten Zielgruppen an, sondern vor allen Dingen auch Kunstaffine. Und es ist so, dass wir damit ein Produkt anbieten, das genau an der Schnittstelle zwischen zwei Welten lebt, nämlich nicht nur im Technik- und Automobilbereich, sondern in der Kunst und in der Kunst, wenn ich das sagen darf, auf höchstem Niveau. Warum sollte man als Besucher hierher nach München kommen und sich im BMW-Museum genau diese Ausstellung anschauen? Ich kann nur sagen, wegen Form und Farbe. Es ist ein unheimlicher Reichtum an ganz außergewöhnlichen Kunstwerken. Wer sich für Autos interessiert, wird hier auf seine Kosten kommen, weil er ganz besondere Fahrzeuge sieht. Und wer sich für bildende Kunst interessiert, sieht hier eine Breite von Künstlerinnen und Künstlern, die es sonst wo in anderen Museen nicht gibt. Diese ganz besondere Autosammlung und Kunstsammlung wird nicht zum Ende kommen. Sie wird weitergeführt. Da sind wir auch stolz drauf. Das betreiben wir mit aller Kraft. Wir haben vor wenigen Jahren deswegen auch wieder Zeichen gesetzt, anlässlich des 40-jährigen Jubiläums und Bestehens dieser Sammlung. Und zwar haben wir ein ganz interessantes Künstlerpaar ausgewählt. Wir haben zum einen die chinesische Multimedia-Künstlerin Cao Fei, die in ihrem Land schon sehr bekannt ist in China. Und auf der anderen Seite den Altmeister der Minimal Art John Baldessari von der Ostküste der USA. Diese beiden Fahrzeuge, diese beiden Art Cars werden hier im Museum, was Deutschland betrifft, zum allerersten Mal gezeigt. Sie komplettieren die Idee der Art Cars und führen sie aber auch richtig ins 21. Jahrhundert. Racing and art history, I think you will not find anywhere else in the world all this piece of art on wheels, which has been competing the biggest race in the planet for so many years. It is pretty emotional, it's pretty special, to be honest. Of course, when you do a race, when you succeed, it's always nice. But then you have your name, and like this car, I was the only driver who drove this, and also the Baldessari car. I was the last driver because I finished the race on the car. I got to the start and finish, I parked the car, and the history has been written, and I had the honor, so I'm extremely thankful for BMW because they have a big pool of drivers, and they got me, they chose me to do these two projects, and it's something extremely special. The first time you see, you read fast on the door, and you say like, well, it's a race car, you know, it fits. And on the other side, you have a picture of the car, which is also very different. And we all got a little bit surprised the first time you see. But then if you see the car race on track and you understand a little bit about art, you see, and I'm sure anyone here which will walk will see this car, can
name the artist. I saw the car, I was not really prepared for that. I didn't know, because I'm not art specialist, I'm a race car driver. And I'm sure even Baldessari, the first time he saw the car and he had to paint it, also for him was something special, because normally he doesn't paint race cars. So, and I think this interaction between the two worlds makes the art car so special. And I'm sure many people from art get to look to race cars a bit different. And I had a very special event with Chao Fei in Macau, because she did the art car and she didn't know much about racing. And then she came to the race and somehow we bond together. We built a relationship so strong. And I could really see, and she could really understand a little bit of my world, and I could understand a little bit of her world. And I think this happens to the fans. You bring two worlds which are very far, because one is very active, very fast, the motorsport, and art sometimes is completely the opposite. You know, it's very quiet, you go to museums, are very quiet, you know, are different environments, but you bring the two people together, the two fans together, and I'm sure it has always been a